Das Ziel des EIP-Projektes ist, regionale Partner miteinander zu verknüpfen und dabei auch wertvolle Produkte entstehen zu lassen. Das ist ein Projekt, was mich von Anfang an fasziniert hat. Wir schaffen es hier, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen. Das schützt unser Klima und das ist auch eine Sache, die uns sehr wichtig ist. Die Ernährung hat einen sehr großen Einfluss, also ungefähr, man sagt, ein Viertel des CO2-Ausstoßes kommen aus der Agrar-, Forst- und Ernährungswirtschaft. Der Konsum von viel Fleisch, Massentierhaltung, Monokulturen und auch diese globalen Lieferketten tragen unglaublich dazu bei. Leguminosen, die sind hervorragend geeignet, weil die haben einen hohen Eiweißanteil, der zur menschlichen Ernährung mit beiträgt. Und dadurch können wir auf Fleischkonsum zum Beispiel verzichten. Die Leguminose ist eine besondere Kulturpflanze für uns, weil sie Stickstoff aus der Luft bindet. Das ist übrigens die einzige Pflanze, die das kann. Und demzufolge sparen wir dort an Betriebsmittel, an Stickstoffdünger ein. Wir bauen seit Jahren Körnererbsen bei uns im Betrieb an und die Ackerbohne und auch die blaue Lupine sind durch das Projekt dazugekommen. Und das rundet unser Anbaukonzept wunderbar ab. Das Interessante bei diesen Minimalzeiten ist, dass die im kleinen Format sind, aber das Thema wie eine Hauptmahlzeit abbilden. Das heißt, bei einer Hauptmahlzeit hat man immer einen Beilagenanteil, das wäre zum Beispiel die Kartoffel. Man hat einen Gemüseanteil, das kann ja Möhren, Brokkoli, sonst was sein. Und man hat noch diesen Fleischanteil oder Eiweißanteil, der auch gut sättigend ist. Und so soll auch die Minimalzeit aufgebaut werden, halt im Kleinstmaßstab. Aber ich habe alle drei Komponenten und habe auch Freude zu kombinieren. Wenn Sie also eine Innovation mit auf den Markt bringen, wenn Sie das mitentwickeln können, das macht erstmal unheimlich Spaß. Und es ist was, wo man eben nicht vergleichbar ist. Und gerade wir leben diese Regionalität und dieses selber herstellen und wenig Convenience-Produkte einsetzen. Und genau da kann ich mich eben unterscheiden von einem großen Imbisshersteller oder von anderen Sachen. Die Minimalzeiten innerhalb des Projektes werden entwickelt mit verschiedenen Partnern. Das heißt, jeder hat seine Fachkompetenz und das fängt beim Landwirt an, dass er schon eine Sorte an Leguminosen aufbaut, die hervorragend geeignet ist. Genauso wie die Mühle die Qualität liefert und genauso wie der Bäcker, der dann auch den Kontakt zum Endverbraucher hat und da auch Input uns gibt als Entwickler, also immer in diesem Projekt im Austausch und wir verbessern, feinjustieren, bis dann die Markteinführung ist. Ich kenne viele Kollegen, die sind wirklich offen, die sind auf neue Sachen aus. Und wenn wir das schaffen, dieses Projekt so in die Breite zu bekommen, dass in 10 Jahren keiner mehr fragt, was sind Minimalzeiten, warum werden die aus Leguminosen gemacht, dann haben wir es geschafft. Und ich glaube, dann haben wir ein gutes Stück auch für die Ernährungskultur in diesem Land mit beigetragen. Am EEP-Projekt sind 9 Partner beteiligt. Die QFI ist dabei, die Quent Food Innovation, und konzipiert nicht nur das neue Produkt mit der Nährwertkonzeption, sondern hält auch zusammen die ganzen regionalen Partner. Wir schaffen es hier, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen. Vom Bauern über die Mühle zum Bäcker bis zum Endverbraucher, eben die Wertschöpfung hier in Sachsen zu halten, die Produkte selber anzubauen, selber zu verarbeiten und zu vermarkten. Und das in einer Bombenqualität, das finde ich, das ist einfach heutzutage nachhaltig. Genau das ist das, wie wir ja, uns auch ein bisschen darauf einstellen können, dass die Welt doch nicht mehr ganz so einfach ist, wie sie vielleicht mal war.